Programmiert. Theron, ich habe die Superwaffenanlage erreicht. Wie schalte ich sie ab? Ihr müsst direkt auf die Hauptsteuerung zugreifen. Sucht nach einem Thron, setzt euch und hofft aufs Beste. Ich habe schon einen Thron erobert. Dieser hier wird mir ebenso leicht gehorchen. Hoffen wir, dass ihr recht habt. Wer seid ihr? Ich bin Wut. Glühende Raserei. Dein Gott. Und dein Zerstörer. In Ordnung, Herr Wut. Kannst du dich beruhigen und mir sagen, wo ich die Superwaffe finde? Die Sechs beugen sich niemandem. Zeig mir deine Wut. Ruhe, Frieden, verwehrter Groll. Ein mittelmäßiges Opfer. Ich bin nicht hergekommen, um mich pieksen und stechen zu lassen. Du hattest keine Wahl. Du wurdest hergelockt. Von der Pflicht geblendet, durch Vertrauen abgelenkt. Du hast die Klinge an deinem Hals nicht gesehen. Die Wut in deinem Schatten, der Verräter. Du wurdest verraten. Ich habe alles aufgegeben, um der Galaxis beim Wiederaufbau zu helfen. Wer sollte mich töten wollen? Ein von Groll gezeichneter, von Schmerz, von schwindender Hoffnung. Der Verräter hat dich nach Iokard gelockt, Krieg angefacht. Den Antrieb für Wut, Neid, Leidenschaft, Hass und Trauer gezündet. Der Verräter bietet dich nun als exquisites Opfer, Nahrung für die sechs Götter. Es muss nicht in Gewalt enden.
Beruhige dich. Lass uns darüber reden. Es gibt nur Wut. Keine Sorge, Commander. Ihr seid in Sicherheit. Also, wenn du noch näher kommst, kannst du mich auch knutschen. Ich habe die Superwaffe gefunden. Es war ein gigantischer Droide. Ich weiß. Ihr habt im Schlaf geredet. Ich war kurz davor, euch eine Socke in den Mund zu stopfen. Was auch immer das für ein Droide ist, ihr habt ihn mit der ewigen Flotte außer Gefecht gesetzt. Jetzt lädt er sich wieder auf und bereitet einen Gegenangriff vor. Darum müssen wir rasch zuschlagen. Wenn wir zu lange zögern, wird uns der Titan vielleicht alle zerstören. Der Droide war von Wut besessen. Um ihn zu zerstören, müssen wir ihn ruhig halten oder zum Ausrasten bringen. Gut zu wissen. Wir brauchen jeden erdenklichen Vorteil. Zu schade, dass der Droide wohl die geringste unserer Sorgen ist. Jemand hat den Thron sabotiert, während ihr eingestöpselt wart. Habt ihr vielleicht gesehen, wer das war? Nein, aber der Droide sagte, dass es dieselbe Person war, die uns nach Iokat gelockt hat. Jemand, der mir nahesteht. Diese Verschwörung ist größer, als wir uns vorgestellt haben. Klingt wie ein Täter aus dem inneren Kreis. Nur eine Handvoll Leute könnten nahe genug an den Thron herankommen, um ihn zu sabotieren. Wer könnte so etwas getan haben? Oh Gott! Könnte das gewesen sein? Ich tippe auf 1. Ihr seid meine Spionagemeisterin, Lana. Niemand befindet sich in einer besseren Position, um mir einen Dolch zwischen die Rippen zu stoßen. Schön, dass ihr es endlich offen angesprochen habt. Wenn ihr Lana verdächtigt, solltet ihr auch mich verdächtigen. Immerhin bin ich der bessere Spion. Wie freundlich von euch, Theron. Und da gäbe es noch Malcolm, Aego, Whistler, Satil, die gesamte Armee der Allianz. Wer auch immer es ist, ich will, dass er entlarvt wird. Und zwar schnell. Es gibt nur eine Lösung. Ihr müsst alle überwachen. Einen Moment, werte Paranoia-Ministerin. Ihr könnt nicht in jedermanns Privatsphäre eindringen, um eine einzige Ratte zu finden. Ich hab die Hände gesehen. Ich kann das nicht. Aber unser Commander kann es. Er teilt mir den Befehl und ich fange an, jeden von uns abzuhören. Selbst Theron und mich. Das ist der einzige Weg, um den Verräter zu finden. Ja, ich muss jetzt wissen, wer mich verraten hat. Also muss ich jetzt raten. Ich habe halt die Hände von der Person gesehen. Sobald sich jemand auch nur die Nase kratzt. Die hatte so eine Art Krallen dran. Wir bilden ein Überwachungsteam. Es stehen alle unter Generalverdacht. Bei Malcolm kann ich es mir nicht vorstellen. Commander, ich wusste, dass euch nichts erschüttern kann. Und ihr seid auch schon wieder kampfbereit. Ich hoffe, ihr seid bereit, an die Front zurückzukehren. Ach komm, mit der Tür ins Haus rein. Jemand ist mir in den Rücken gefallen. Wart ihr das? Das ist absurd. Beantwortet die Frage. Wir sitzen im selben Boot. Wenn es böses Blut zwischen uns geben würde, würde ich euch das sagen. Von Angesicht zu Angesicht. Das werde ich allein beurteilen. Urteilt so viel ihr wollt. In der Zwischenzeit müssen wir allerdings noch einen Krieg gewinnen. Durch die Eliminierung von Asina habt ihr einen großen Sieg errungen. Aber das Imperium weigert sich aufzugeben.
Sie kämpfen erbitterter denn je um die Kontrolle über Iokat. Das Imperium kann nicht ewig weiterkämpfen. Ohne Asinas Führung werden sie zwischen unseren Armeen zermalmt. Der Sieg war nie näher. Wir müssen weiter auf das Imperium einhämmern. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Nur so können wir diesen Krieg gewinnen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, das Schlachtfeld ruft nach mir. Wir sehen uns an der Front. Was stehen da für Transformers rum? Wir bleiben ihm auf der Spur und finden heraus, was er vor uns verbirgt. Ich verspreche euch, dass wir diesen Verräter finden werden, wer auch immer es ist. Und wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen. Daran habe ich keinen Zweifel. Und während ihr sucht, gewinne ich den Krieg, den er angezettelt hat. Für die ewige Allianz. Möge die Macht uns allen dienen. Erfolg abgeschlossen. Superwaffen-Showdown. Was? Zersplitterte Allianz. Benutze die Konsole in der Allianzbasis, um deine Truppen zuzuweisen. Krise auf Umbara. Was ist das? Uff. Alter, was sind denn das hier für Transformer? Naja. Oh Gott. Kann ich hier gleiten? Nice, nice, einfach durch den Stein geschossen. Hä? Nee, das will ich gar nicht machen. Hör mal auf. Gar nicht. Ich bin jetzt das da.
blende ich jetzt erst mal aus. So. Oh, hier war ich schon mal. Sith-Lord und ein Jedi-Ritter salutieren. Hallo, ich will das nochmal sehen. Denken Sie sich auch so, einmal ist genug. Nö, ich krieg das hin, dass die das noch ein zweites Mal machen. Arschgeil. Händler für geborgene Güter. Bei mir seid ihr goldrichtig. Nee, lass uns mal. Schaut bald wieder vorbei. Geld mehr. Commander. Ich habe Neuigkeiten über den Krieg auf Iokard. Imperiale Schützen haben einen unserer Transporter abgeschossen. Die Republik hilft uns, uns von diesem Verlust zu erholen, aber... Ich habe jetzt fast alle Raumkämpfe durch. Ihr überbringt ja wie immer erfreuliche Neuigkeiten. Wie steht es mit der Jagd nach dem Verräter in unseren Reihen? Wir spionieren jedes Mitglied der ewigen Allianz aus, wie ihr es befohlen habt. Wir ertrinken in Hinweisen, aber keiner von ihnen ist besonders zielführend. Wir haben das Vertrauen unserer Leute gebrochen und sind doch keinen Schritt weiter gekommen, den Verräter zu fassen. Wenn ihr raten müsstet, wem würdet ihr den Verrat zutrauen? Im Ernst? Je länger wir suchen, desto mehr glaube ich, dass dieser Verräter nur ein Plan ist, um euch gegen eure eigenen Leute aufzuhetzen. Wir könnten es mit einer äußeren Bedrohung zu tun haben. Eventuell mit einem ehemaligen Rivalen. Irgendjemand, der euch tot sehen will. Entspannt euch, Theron. Ganz so düster ist die Lage nicht. Ihr scheint ja gute Laune zu haben, Lana. Hat Gold wieder seinen berüchtigten Spezialkaff gekocht? Noch besser. Ich habe eine Spur gefunden. Die Allianz hat ein Signal auf der Schattenwelt Umbara geortet. Es wurde mit dem gleichen Algorithmus verschlüsselt, den der Verräter auf Iokard eingesetzt hat. Er befindet sich immer noch auf dem Planeten und hilft unseren imperialen Rivalen, einen riesigen Vorrat von adeganischen Kristallen zu sichern. Adeganische Kristalle stehen in Verbindung zur Macht. Könnte unser Verräter mit Jedi oder Sith zusammenarbeiten? Größtes Wort. Aber Darth Malgus hat einmal eine Verwendung unabhängig von Lichtschwertern für sie gefunden. Er ist Geschichte. Aber das Imperium könnte seine Arbeit fortsetzen. Beide Seiten spielen schon seit Jahren mit adeganischen Kristallen herum. Sie liefern sich so eine Art Rüstungswettkampf mit einem Arsenal aus Superwaffen. Wenn wir uns beeilen, können wir den Verräter in die Ecke drängen und uns die Kristalle schnappen. Meine Informationen zur Folge befinden sie sich auf einem umbaranischen Güterzug, der zur Hauptstadt unterwegs ist. Dann brechen wir sofort auf. Dieses Mal wird uns der Verräter nicht entkommen. Schließe den Einzelspieler Flashpoint Krise auf Umbra ab. Das wird sich alles hier noch hinziehen. Ja. Boah, wenn ich jetzt schon wieder so ein Bild von einer Analrakete sehe.
zusammen soll. Wäre ja auch blöde, wenn du für deinen. Der Zug bewegt sich und der Verräter ist an Bord. Nicht das was extra kriegen würdest. Also soll schon lange gehen. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt eine richtige Reihenfolge spiele. Glaube nicht. Ich glaube, das was mit Zios, das ist ganz, ganz am Ende. Danach ist es durchgespielt. Ich erfasse eigentlich das Signal des Verräters. Es kommt vorne aus dem Zug. Naja, ich werde jetzt die nächsten Streams halt auch alleine machen, weil ist ja sinnlos, wenn du dann die ganze Zeit dabei bist und da kann ich auch noch vormittags streamen und da kann ich für die Ferien tatsächlich vorproduzieren. Ganz in Ruhe, wenn ich vormittags einfach mal 3 Stunden Star Wars streame. Je nachdem, ob du überhaupt noch eine Beschäftigung findest. Holt euch die Kristalle! Was willst du machen, wenn das durch ist? Deswegen sage ich ja, wenn ich vormittags ab und zu mal so 3 Stunden streame, ich habe ja noch ein paar Missionen. Ich habe noch Knights of the Fallen Empire Teil 1. Da wird es dann noch, da wird es halt mehrere Teile von geben. Ach so. Und dann habe ich ja noch die eine Mission, die ich überhaupt nicht angenommen habe, weil dann würde alles andere wegfallen. Da kann ich nächste Woche mal 3 Tage vormittags streamen und die Woche drauf. Mittwochnachmittag oder vormittags mal 2-3 Tage. Ja. Seid vorsichtig, der Zug steckt voller Fallen. Umbaraner sind nicht für ihre Gastfreundschaft bekannt. Hallo, jetzt aktiviert doch mal das Ding hier. Der Kommandant! Angreifen! Auf dem Rücken. Bist du sicherlich doch gegen Kakerlaken oder was weiß ich einsetzen müssen? Jetzt sollte es besser werden. So, ich muss hier rein. Cool, man sieht aber gar nicht, dass man es anklicken kann. Vernichtet die Allianz! Lana, was ist mit dir los? Warum liegst du immer auf dem Rücken? Wenn du mich willst, sag's einfach. Holt euch die Kristalle! Lag dich schon wieder auf dem Rücken? Schon wieder? Falsch mit dir! Alter Lara, ich mag dich immer mehr! Jetzt sollte es besser werden.
Hör durch deine Kopfhörer immer ab und an mal so. Hä, bitte, bäh, hä, bim, hä, hä. Und den Typ siehst du die schreien und kreischen. Bei mir weit muss ich nur noch vorne. Mann, Mann, Mann. Herr Kommandant! Angreifen! Guckt hier einer, was hier so durch die Seite kommt oder an der Seite lang fließt. Kann ich hier rüberlaufen, ohne zu sterben? Nein, ich fall runter! Hier bewegt sich wieder alles normal. Hey, ich plumpse dort runter. Das heißt, ich muss das irgendwie anders machen. Halt so. Wir nähern uns dem Signal des Verräters. Holt euch die Kristalle! Wir nähern uns. Holt euch die Kristalle! Wir aktivieren erstmal schon alle Fallen. So. Töterin Elifa. Techniker Kani. Meine Schwester spielt hier mit. Deine oder meine? Meine. Meine ist, also die Abkürzung von ihrem Namen ist Ellie. Was hat die für Lichtschwert?
Beschützt die Kristalle! Ich habe was Besseres als du. Das ist lila und geht spitz zusammen und... Warum muss das auf einem Zug spielen? Diesmal abwechslungsreich, warum nicht? Naja, es deckt aber durch diese ganzen Grafiken, die an der Seite vorbei sind. Ja, gut. Einige Schütze werden euch zerstören! Und dieses Spiel ist ja selbst für Low-PCs ausgelegt. Grafiken, ja. Starb im Schatten! Einmal. Ja, was war denn jetzt? Geil, geil! Auf mich an dich zu zielen. Ich will gegen die alte kämpfen. Schubs! Willst du mich verarschen? Muss ich die ganze Scheiße nochmal neu machen? Auch dahin laufen? Ich hatte die alte zur Hälfte down. Jo, das hat dir scheinbar nicht gefallen. Ja, aber musst du jetzt wirklich den ganzen Tag wieder vormachen? Naja, auf der Hälfte, aber es ist trotzdem nervig. Die sind da wieder komplett vollgehielt, ey, das nervt! Und die Lana liegt schon wieder flach. Ach, die ist tot. Du kannst die Lama jetzt nicht wiederbeleben. Hol, flip, flip. Jetzt kann ich wieder verrecken. Ja, ich kann die Tür nicht öffnen, weil ich im Kampf bin. Willst du mich verarschen, ne? Ha.
Jo, tot. Hm. Ja, zurück zum Medizenter. Umbrazug 584 Meter. Fick dich mir, fick dich. Es wird heute nichts mehr. Ekelhaft Lecknerv. Sterb im Schatten! Ihr werdet die Kristalle nicht bekommen! Wie, Alter? Stirb im Schatten und dann unsichtbar machen, du feige Putschi! Nein! Die Kristalle! Ja, die auf die Idee, ich kann auch schon. Der Verräter ist auf der anderen Seite dieser Tür. Ich hab Bock, was zu essen. Vor allem, wie sieht mein Lichtschwert aus? Ganz komisch. Grün. Er ist weg. Nee, der Griff sieht aus wie so ein. Dem Signal nach ist er immer noch auf dem Konvoi. Nein! Trifft es vielleicht ganz gut. Theron? Es ist vorbei, Commander.
In ein paar Minuten wird der Zug mit dieser Gebirgskette kollidieren. Ihr verwandelt euch in einen Haufen Moleküle. Und ich verschwinde mit den adeganischen Kristallen. Keine Sorge, ihr werdet nichts spüren. Ich könnte euer jämmerliches Leben in einer einzigen Sekunde auslöschen. Aber zuerst will ich eine Erklärung hören, vom Verräter höchstpersönlich. Zeigt nur euer wahres Gesicht. Das macht die Sache für uns alle einfacher. Euch in die Falle auf Ioka zu locken, war erst der Anfang. Seit dem Sieg über Valkorion habe ich nur noch auf ein Ziel hingearbeitet. Die totale Zerstörung der ewigen Allianz. Ihr habt geholfen, die Allianz aufzubauen. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, wollt ihr sie zerstören? Was ich aufgebaut habe, sollte dem ewigen Imperium ein Ende setzen. Das hier ist nicht das, was ich wollte. Ich bin euch gefolgt, weil ich daran geglaubt habe, dass ihr den Kreislauf des Krieges durchbrechen könntet. Ich dachte, wir wären endlich frei, wenn ihr Valkorion besiegt. Aber die Allianz ist euch über den Kopf gewachsen. Jetzt verrottet sie von innen heraus. Die Galaxis wehrt sich und ihr seid zu einem Symbol der Unterdrückung geworden. So viel zu euren Friedensträumen. Dann lasst uns zusammen eine Lösung finden. Ich will den Frieden genauso sehr wie ihr. Früher habe ich euch das geglaubt. Wenn ihr die Allianz stürzt, werden Millionen ihr Leben verlieren. Wenn das der Preis des Friedens ist, dann soll es so sein. 30 Sekunden bis zum Aufprall. Das ist der Sohn von der Linie Hochmeister. Ja. Und der Sohn eines Helden der Republik. Arschloch. Ich will ihn töten. Fangt lieber an zu laufen, Theron. Ich freue mich schon darauf, euch zur Strecke zu bringen. Vorher nehme ich die nochmal durch. Lana! Theron ist entkommen. Mann, Kollision steht bevor. Bereitmachen für den Aufprall. Wir müssen lange genug überleben, um Theron büßen zu lassen. Springt! Seid auf der Hut. Wir befinden uns auf umbaranischem Gebiet. Und sie werden nicht erfreut sein, uns zu sehen. Ich registriere Therons biometrische Daten. Das Signal ist schwach, aber er befindet sich noch auf Umbara. Und er bewegt sich schnell. Wir können ihn erwischen, wenn wir uns beeilen. Ich will den Feuerlöscher oder Wasserwerfer, nee, hier den Flammenwerfer wieder loswerden. Der steht mir nicht so.
Ich registriere hohe Energiewerte in der Nähe des Wracks. Vielleicht die adiganischen Kristalle. Theron hat also nicht die ganze Lieferung mitgenommen. Warum? Na, natürlich renne ich ins Feuer, willst du mich verarschen? Was war denn das? Schleimige Nacktwürmer. Es überrascht mich nicht, dass ihr den Aufprall überlebt habt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so einfach sein würde. Aber es verschafft mir genug Zeit, um von dieser Welt zu verschwinden. Redet nur weiter. Umso schöner wird die Ruhe sein, wenn ich euch zum Schweigen gebracht habe. Dazu müsst ihr mich zuerst erwischen. Ich verstehe das nicht. Wie konnte ich das nicht kommen sehen? War ich wirklich so blind? Einmal ein Spion, immer ein Spion. Lügen ist das, was so ein Abschaum wie Theron am besten kann. Wenn ich ihn in die Finger kriege, wird er es bereuen, einen Sith verraten zu haben. Ich werde ihn kastrieren und seinen Schwanz ihm in den Po stecken. Ganz einfach, so machen wir das. Sag mal, laufe ich gerade in die richtige Richtung? Nö, ich laufe in die falsche. Die adiganischen Kristalle. Wir sollten uns so viele wie möglich holen, bevor die Umbaraner sie beanspruchen. Ah, du willst nicht aufhören zu kämpfen. Okay, dann kämpf weiter. Ach komm, ey, dann helf ich dir mal schnell. So, bitte. Aber das macht dann ein Abendessen. So. Haben wir das auch geklärt? Lena kämpft mal oder Lana, genau, wie ist denn die? Wie ist denn das? Alphas Livex, 500.000 Live. Sollte vielleicht auch mal dahin gehen, wo die Monster sind. Oh,
Was? Was ist denn das? Vixianischer Vertrümmer. Wer hat sich den Namen einfallen lassen? Bestimmt der, der die Enomod geschrieben hat für Minecraft. Mit den Vixi-Kristallen. Ich mache eine ganz kurze Pause. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, my love is a party. Warum ist der Club?